Über 500 Exponate gehören zur Sammlung. Ausgestellt ist aber nur ein Bruchteil. Die anderen sind in Depots, in Außenstellen oder an Vereine verliehen. Ab und zu kommen einige von ihnen bei Großveranstaltungen zusammen. Unter dem Motto Festival der Eisenbahn ist das Gelände in Nürnberg-Gostenhof im Juni 2002 zur historischen Meile geworden. Lokparade an der Drehscheibe. Aber nicht nur Lokomotiven des DB-Museums sind zu sehen. Rund 50 blitzblanke Lokomotiven aus Deutschland, Tschechien, Österreich und aus Ungarn werden präsentiert. Aus Bochum-Dahlhausen dampft 38-22-67 heran. Eine der letzten betriebsfähigen P8 in Reichsbahnausführung. Als Papagei wird die tschechische Tenderlok 477-043 bezeichnet. Ebenfalls aus Tschechien kommt 475-111. Aus Österreich rollt 310-23 heran. Gekuppelt ist sie mit einer Kastendampflok. Im Abendlicht 0101, 150 und die Neubaukessel 01, 164. Doch der eigentliche Höhepunkt des Festivals der Eisenbahn ist die große Lokparade. Auf den Gleisen die österreichische Schnellzuglok 310-23. Auch 18201 ist mit dabei, 2002 im roten Farbkleid. Die Schnellfahrlok gehörte zu den Traditionslokomotiven der Deutschen Reichsbahn und ist so in den Bestand des DB-Museums gekommen. Bereits seit dem Jahrtausendwechsel ist sie aber in privater Hand. V200002 vertritt die Zeit des Wirtschaftswunders. Die formschönen Dieselloks verkörperten lange Zeit die Moderne der DB. Wenige Jahre zuvor ist das Museum 100 Jahre alt geworden. 1899 als Königlich Bayerisches Eisenbahnmuseum eröffnet. Das 100-jährige Bestehen wird natürlich zünftig gefeiert. In einer ehemaligen Stückguthalle in Nürnberg zeigen sich die Veteranen vergangener Zeiten. Zu sehen sind alte E-Loks wie E7509, oder historische Dieselloks. Höhepunkt des Tages ist eine große Lokparade mit vielen Gästen. Damals noch bei den Ulmer Eisenbahnfreunden 01 509. V160003. Die Rundungen in der Stirnfront brachten den Spitznamen Lollo ein. Benannt nach der Schauspielerin Gina Lollobrigida. Die Vorserien V160 gehört ebenfalls zum Bestand des DB-Museums. Betreut wird sie schon lange Zeit von den Lübecker Eisenbahnfreunden. Als nächstes wieder eine Diesellokomotive. Auch eine V180 ist mit dabei. Sie ist das ostdeutsche Gegenstück zur DB V200.
Diese schmucke Stirnfront gehört zu einem Schnelltriebwagen der Bauart Hamburg. Eine von 5 Triebwagenbaureihen für den Schnellverkehr in Deutschland ab 1933. Leider ist dieser Zug heute nicht mehr betriebsfähig. Heute steht der Triebwagen im Hauptbahnhof Leipzig. Sie darf nicht fehlen, die legendäre V60. Auch die hier als 360-150 benummerte Rangierlok gehört zum Museumsbestand. Dahinter dampft 52 81 95, eine Rico 52er der DDR-Reichsbahn. Sie gehört heute der Fränkischen Museumseisenbahn. Auch eine Schnellzugdampflok der Baureihe 01.10 steht in der Museumsliste. Diese hier aber gehört den Ulmer Eisenbahnfreunden. Die weißen Wolken gehören zu 23105. Es ist die letzte, 1959 bei der Bundesbahn in Dienst gestellte Dampflok. Der Adlerzug darf bei der großen Parade nicht fehlen. Nürnberg im Bahnfieber. Zigtausende lassen sich von den Veteranen begeistern. Auch wenn die Loks nur vorbei paradieren. Thank you.